Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind die Algenabis und heute beantworten wir alle Fragen zum Thema Dubai. Ich habe es irgendwie voll vermisst, so ein Video zu drehen und keine Vlogs mehr. Ja, bin ich happy gerade. Okay. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, die ganzen Vorbereitungen, das heißt Flüge, Hotelbuchung und so weiter. Wir haben für die Flüge zusammen bezahlt 703 Euro. Sehr günstig. Das ist sehr günstig. Das haben wir auf Skyscanner gebucht. Sind dann von Frankfurt aus nach Abu Dhabi geflogen. Und von dort aus dann 1,5 bis 2 Stunden mit dem Bus nach Dubai. Da können wir jetzt dann gleich eigentlich kurz eine Frage noch dazu beantworten. Da wir in Abu Dhabi gelandet sind, wurden wir auch in Abu Dhabi nochmal getestet. Und wenn man aber nach Dubai fliegt, wird man dort vor Ort nicht nochmal getestet, ne? Genau. Unser Hotel haben wir auf Booking.com gebucht. Das hat uns zusammen gekostet für 10 Tage. 10 oder 9 Tage? Für 9 Tage 375 Euro. Das ist echt billig. Du zahlst hier schon für ein normales Hotel 50 Euro pro Nacht oder so. Mehr sogar inzwischen, 50. Ja, 50, 60 Euro. Auf jeden Fall, das war richtig gut. Also Flug und Hotel kam uns echt günstig, super Angebot gewesen. Unser Hotel war das Mercure Gold. Das war in Jumeirah, Jumeirah 1, glaube ich. Almina Road. Ja, genau. Und da beantworten wir auch gleich noch eine Frage dazu, warum wir in getrennten Hotels waren. Ja. Wir waren nämlich nicht mit Yassi, Barish, Sarah und Dodi zusammen im Hotel. Da der Urlaub eigentlich schon geplant war, Dodi und Sarah und halt uns auch angesprochen hatten, aber es für uns erstmal gar nicht in Frage kam, weil wir dachten, wir müssen arbeiten und alles, aber irgendwie hat es dann Gott sei Dank doch geklappt und wir haben dann im Nachhinein gebucht, wo alles eigentlich bei denen schon gebucht war. Das heißt, deren Hotel wurde dann um einiges teurer. Dann haben wir aber spontan unser Hotel gefunden und das war um einiges günstiger. Jetzt wisst ihr ja den Preis und deswegen haben wir gedacht, okay, es hat nur 10 Minuten Unterschied, lass uns einfach das buchen und gut ist. Das Leben dort. Also ich würde sagen, ich nenne euch ein paar Beispiele und das müsst ihr euch vorstellen, hatten wir fast jeden Tag. Also wir können so auch mal auf spezielle Tage sogar so richtig eingehen. Zum Beispiel am ersten Tag hatten wir nichts geplant gehabt. Wir sind einfach ohne Reservierung, ohne nichts, sind wir zu einem Beachclub gefahren, der hieß Namos Beach. Der ist auch sehr beliebt. Ist auch dementsprechend teuer. Wir haben da, glaube ich, für 4 Eiskaffees und 4 Wasser oder so 30 Euro gezahlt. Also da haben wir ungefähr 30 Euro pro Paar bezahlt, das heißt für 2 Eiskaffees und 2 Wasser. Ist schon ein stolzer Preis, da haben wir uns erstmal gedacht, what the fuck, wo sind wir gelandet? Aber das war jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Genau, das war jetzt, das ist noch günstig, Leute. Danach sag ich mir, Namos, du hast einen Platz auf meinem Kopf. Wir haben uns da eben nur, durften wir für eine Stunde sitzen, weil wir keine Reservierung hatten. Wir dachten uns, egal, lohnt sich nicht mehr, in einen anderen Beachclub zu gehen oder irgendwo anzurufen. Keiner ist reingegangen. Wir sind zu denen ins Hotel und haben dort ein bisschen am Pool gechillt, da ein paar Snacks und Getränke und sowas. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch da pro Paar irgendwie ungefähr 40 Euro ausgegeben pro Paar. Wir haben, weil ich die ganze Zeit pro Paar sage, wir haben alle Rechnungen, die wir bekommen haben, einfach durch 3. Dass da keine Diskussionen irgendwie entstehen wegen Geld und keiner sich Gedanken macht. Einfach ohne Nachdenken von Anfang an haben wir ausgemacht durch 3 und das hat da irgendwie gepasst. Dann kam der erste teure Abend auf uns. Wir sind zu Hookah gegangen, das ist in der Dubai Mall. Das ist ein Shisha-Café, so eine türkische Kette. Ist halt mega beliebt. Haben die meisten in Istanbul bestimmt schon besucht. Da hat man halt eine extrem geile Aussicht. Da, wo die Fontänenshow ist, man sitzt da oben, man sieht alles auf jeden Fall wirklich schön. Da haben wir mehrere Gerichte gehabt. Wir haben auch, muss ich sagen, auch übertrieben. Leider machen wir das sehr, sehr oft. Israf, es tut uns auch sehr, sehr leid, aber in diesem Moment haben wir einfach Hunger und die Urlaubslaune und man sieht so viele leckere Sachen. Dann übertreiben wir auch mal gerne. Wir haben da halt mehrere Gerichte bestellt, also mit so Vorspeisen und... Wir haben das geliebt, in die Mitte einfach ganz, ganz viel bestellen. Genau, da kam dann die erste Rechnung auf uns zu und wir dachten uns, krass, das waren irgendwie 2200 arabische Dirham. Sind ungefähr pro Paar so 180 Euro. Dafür, dass wir wir hatten nur 2 Shishen, auch natürlich kein Alkohol oder ständig krasse Cocktails. Wir haben eigentlich im Durchschnitt nur so Cola und alles getrunken. Mhm. Und die haben uns auch an diesem Abend gesagt, also zu den Männern beim Zahlen, dass wir den meisten Umsatz vom ganzen Abend gemacht haben. Man kann den so gestalten, zum Beispiel am zweiten Tag sind wir nur zum Strand gegangen. Davor hat in so ein kleines Restaurant, haben was gefrühstückt. War schon Mittagessen. Da haben wir zum Beispiel, glaube ich, pro Paar so 40 Euro ausgegeben für lecker Essen. Wir sind satt geworden. Es hat da schon gepasst. Also man kann sich auch einen schönen Tag ohne viel Kosten gestalten. Es war jetzt so ein öffentlicher Strand. So, dann sind wir auch an diesem günstigen Tag am Abend dann in diesem berühmten White Dubai gewesen. Unglaublich schöne Location, muss ich echt sagen. Kurzer Spoiler, der teuerste Abend des Urlaubs.
Aber es war einfach wirklich sehr, sehr schön. Wir hatten an dem Tag auch sehr, sehr viel Spaß, finde ich. Ja. Also es hat echt Spaß gemacht und ja, da haben wir dann gegessen, will ich kurz schildern, damit ihr die Preise vielleicht irgendwie dann auch nachvollziehen könnt. Es gab halt ganz viele Vorspeisen, so, in großen, so eine große Burrata, Carpaccio, Sushi, kleine Häppchen. Und dann noch eine Kleinigkeit, aber ich weiß nicht mehr was. Und als Hauptspeise haben wir dann alle das erste Mal dasselbe bestellt. Das war das einzigste Mal im Urlaub. Ja. Surf and Turf Steak mit Garnele, kennt ihr ja. Und Nachtisch gab es nicht. Dann gab es noch ein paar Cocktails. Und für diesen ganzen Spaß haben wir dann 6.600 AED bezahlt mit Trinkgeld. Das sind ungefähr 1.500 Euro. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. 1.500 Euro für einen Abend, für ein paar Stunden. Es war reserviert, glaube ich, um 21.30 Uhr. Dann waren wir vielleicht bis 0 Uhr dort. Nein, ja, wir waren schon bis 1, 2 Uhr. Echt? Ja. Krass, kam mir gar nicht so vor. Das war so der teuerste Abend und da an dem Abend ist uns auch gefallen, okay, wir müssen noch mehr Geld abheben. Dann zu den Beachclubs. Wir sind am nächsten Tag zu einem extrem schönen Beachclub gefahren, der Cove Beach. Ich glaube, wir durften da nicht mal aufnehmen. Ja, wir durften da auch die Kamera nicht mit rein. Genau, die Kamera haben die uns am Empfang abgenommen. Aber verständlich, da sind auch viele prominente Leute gewesen. Privatsphäre ist da an oberster Stelle. Dort ist es so, man hat pro Person 200 AED Mindestverzehr, das sind ca. 50 Euro. Ihr kriegt da so entweder Gutscheine oder so eine Karte, mit der ihr die ganze Zeit bezahlt. Auf jeden Fall ist dort mega schön. Das hat sich sehr gelohnt. Es war traumhaft schön. Wirklich. Genau. Also wir sind auch auf diese Mindestverzehr nicht gekommen. Also das hat da schon preislich eigentlich gepasst. Ist zwar schon teuer gewesen, aber... Aber wir sind nur nicht drauf gekommen, Schatz, weil wir nicht den ganzen Tag dort waren. Sarah, genau. Du, Uli, Yassi und Barsch sind schon vorgegangen. Ich hatte ein bisschen Magenschmerzen. Wir sind dann nachgegangen. Deswegen hatten wir eigentlich auch nur den halben Tag, wir zwei, und sind deswegen auch nicht auf den Mindest bestellen. Genau. An diesem Abend dann nochmal zu Amazonica. Das ist ein Restaurant in Dubai, auch sehr lecker. Das ist so asiatische mit lateinamerikanische Küche gemischt. War auch sehr cool. Das hat der ganzen Gruppe besonders gut geschmeckt dort. Ja. Ich habe endlich mal wieder Gemüse gegessen und nicht immer nur Fleisch. Aber ja, das war auch auf jeden Fall nicht so günstig. Das hat einigermaßen gepasst. Da haben wir gezahlt 2.200. Sind ungefähr 511 Euro, das heißt pro Paar sind es 170 Euro. Wir hatten da auch, muss man sagen, Vorspeisen und leckere Hauptspeisen und Getränke. Und also ist teuer so. Klar ist teuer, aber ich sage auch immer, Leute, in Deutschland kann man genauso teuer essen gehen. Und ich denke mir, da zahlst du ja auch für eine gewisse Location, für einen Service. Das ist ja nicht einfach mal so kurz irgendwo essen gehen, sondern das ist ja auch was Besonderes. Das sind Locations, die, da sah es komplett aus wie ein Dschungel so. Also du zahlst ja auch für eine Aussicht, finde ich, und für einen bestimmten Service. Und deswegen, irgendwo denke ich mir, muss das auch sein. Genau, und dazu der Service in Dubai. Also ich habe keine einzige unfreundliche Servicekraft erlebt. Alle sind so nett und so. Also wirklich super, super lieb. Also Service in Dubai ist top, top, top. Im Vorhinein haben wir so ein paar Aktivitäten geplant und schon bezahlt gehabt. Zum Beispiel Quadfahren und Safari-Tour. Safari-Tour ist so, dass man in so einem Jeep sitzt und da fährt ein Mann wie ein Verrückter durch die Wüste und Berge runter hoch und was weiß ich was. Eine Bootstour da, wo diese Fontänenshow ist. Ausflug in Burj Khalifa auf den 125. Stock. Genau, das waren so die drei Aktivitäten, die wir im Vorhinein geplant und bezahlt hatten. Das hat pro Person, glaube ich, insgesamt 90 Euro gekostet. Also das ging. Ja, für die, das sind so was drei Tage, was da geplant worden sind. Oder? Und außer in der Wüste, da mussten wir dann noch was drauf zahlen, aber dazu kommen wir jetzt. Also wir haben für diese Safari-Tour 20 Euro bezahlt gehabt. Das war allerdings ohne Quadfahren, das wussten wir nicht. Dann haben wir vor Ort halt das Quad dann für, ich glaube, 30 Euro pro Person nochmal gebucht. Ja. Die Sachen hat die Sarah für uns alle vorgebucht auf getyourguide.de, glaube ich. Wir sind dann noch in einen schönen Beachclub gegangen, den sich Asse ausgesucht hat. Der hieß Drift Beach. Der war auch mein Liebling. Das war wirklich einer der schönsten Beachclubs, in denen wir waren. Also das Essen hat uns dort nicht so getaugt, aber die Location ist einfach sehr, sehr krass gewesen. Ja, wirklich. Da haben wir, glaube ich, an diesem Tag in dem Beachclub 100 Euro gelassen. An dem Abend waren wir noch in diesem griechischen Restaurant, was ihr gesehen habt. Das war der lustigste Abend. Wirklich der lustigste Abend. Ihr wisst ja, beim Griechen Vorspeisen, Vorspeisen, Vorspeisen. Da hatte dann noch ein Hauptgericht, kann es sein, ungefähr. Da haben wir dann auch noch ein, zwei Cocktails getrunken und normale Getränke natürlich. Genau. Ohne Nachtisch. Und da haben wir dann
2500 AED bezahlt, circa sind 193 Euro pro Paar. Genau. Wir haben irgendwann doch einen Platz in diesem Namos Beach bekommen, haben da eben reserviert gehabt. Wir haben da jetzt so kleine Snacks, so. Nur die kleinen Burger. Kleine Burger, Zucchinis, so Zucchinis. Zwischendurch ein Kaffee oder ein Getränk, so. Genau. Auch nicht besonders viel. Also nicht die Welt, einfach so kurz, also schön den Beachclub genießen. Das war teuer. Da genau, zum Beispiel wie wir den Wald genießen. Genau. Da hat der Barisch zum Beispiel eine Shisha bestellt, die hat 300 AED gekostet. Eine Shisha sind ungefähr 70 Euro. Und die Shishas dort sind Müll. Wirklich Müll. Habe ich oft aber im Ausland erlebt, wirklich. Ja, also in der Türkei auch manchmal. Ja, in Deutschland gibt es einfach die beste Shisha, das ist so. Da zum Beispiel hat die Shisha jetzt 70 Euro gekostet. Zum Vergleich, wir waren in Smoky Beach. Das ist ein eine Shisha-Bar oder Café im... Shisha-Strandbar. Ja, genau. Das ist so eine offene Strandbar gewesen. Da hat es zum Vergleich eine Shisha 12 Euro gekostet und die war um einiges besser. Man kann auch günstiger Shisha rauchen. Da der Abend war auch ganz günstig in Smoky Beach. Ah ja, genau, Namos haben wir bezahlt 190 Euro pro Person. Da war ich pro extrem. Person? Pro Paar. Pro Paar. Genau, wir haben da nicht mal was, also ich kann mich nicht erinnern, was wir da jetzt wirklich so teuer gemacht haben. Da gab es auch keinen Pool und so, ne? So wie in den anderen Beachclubs, dass wir den ganzen Tag uns voll beschäftigt haben. Wir waren nur in der Liege oder im Wasser. Oder unter der Dusche. Ja, wir waren auch nicht mal dort im Restaurant gesessen, wie bei den anderen. Gar nichts eigentlich. Also das war einfach asozial unnötig teuer. Das war es jetzt so zu den Restaurants, Beachclubs und Ausflügen und so weiter. So kleine organisatorische Sachen wie zum Beispiel Uber, Corona-Tests und SIM-Karte und so weiter. Wir haben, also ihr müsst euch so überlegen, die Preise, ich habe nämlich dort mit so einem Fahrer geredet, eure Strecke, also die Kilometeranzahl, mal 3 kommt dann der arabische Dirham-Preis davon raus und den Kurs rechnet ihr einfach immer durch 4,3, dann wisst ihr den Euro-Preis. 2 Tage bevor wir abgeflogen sind, haben wir in der Nacht den Corona-Test gemacht im Jamor Hospital. Da haben wir pro Person 150 Dirham gezahlt für den Test. Da hat der Taxifahrer uns auch gesagt, dass es hier teuer ist, aber es war dann schon zu spät. Genau. Teuer und mit langen Wartezeiten, also sucht euch lieber ein anderes. SIM-Karten haben wir am Flughafen gekauft für 50 Euro pro Person. Da hast du 20 GB Internet. Und nach 10 Tagen schließt es sich. Und ihr habt auch oft wegen der Hitze nachgefragt. Das war tatsächlich im Durchschnitt jeden Tag so ungefähr 40 Grad. 40 Grad und das ist unerträglich eigentlich. Unerträglich. Also geht lieber an Ende des Jahres oder Anfang des Jahres hin. Also insgesamt haben wir jetzt dort ausgegeben, geshoppt haben wir nicht viel. Ich habe ein paar Schuhe gekauft, die Asse vielleicht ein paar Schlappen oder so. Nicht wirklich was. Wir haben circa 3.500 Euro ausgegeben und das ist sehr viel Geld. Ohne Flug und Hotel. Ohne Flug und Hotel, also nur dort fürs Leben. Mit Flug und Hotel dann ungefähr 4.500 bis 5.000. Genau. Das ist sehr viel Geld für uns. Wir arbeiten hart und Corona hat uns alle hart getroffen. Wir sind auch sehr, sehr dankbar natürlich, dass wir all das natürlich erleben konnten. Es ist echt eine schöne Erfahrung gewesen, auch mit Freunden. Und auch an der Stelle nochmal danke an unsere Urlaubspartner. Es war ein sehr, sehr schöner Urlaub. War wirklich sehr, sehr schön. Das war es dann jetzt erstmal mit den Videos. Falls ihr noch irgendwie weitere Fragen habt, versuchen wir die in einem anderen Video irgendwie unterzubekommen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wir lieben euch, danke für euren Support, für eure ganze Liebe und wir hoffen, wir konnten alle eure Fragen beantworten. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Genießt euren Abend. Und das war's, eure Agenabis. Ciao Leute. Ciao.